So. Wollen wir doch mal schauen. Das ist nicht die Kantine. Die Kantine ist da hinten irgendwo. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier so finden. Hey, ihr da. Wollt ihr eine Runde Pasag spielen? Och, vielleicht später. Ja, was habe ich denn hier gemacht? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe gehört, dass sich irgendein Verbrecher-Syndikat auf der Citadel Station eingenistet haben soll. Telosian haben wir hier. Das ist jetzt zum Glück nicht einfach. Die Tscherka-Söldner nicht vergessen. Immer mehr außer Kontrolle. Die TSF ist völlig überfordert. Wir brauchen Die Tscherka-Söldner geraten immer mehr außer Kontrolle. Ja, gut, das wissen wir ja. Die TSF ist völlig überfordert. Wir brauchen. Da seid ihr ja wieder. Ja. Was können wir über die Tscherka sagen? Wir sind das einzige Unternehmen, das auf der Citadel Station operiert. Wie sagt man so schön? Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wenn sich diese Telos-Sache auszahlt, sind wir im Geschäft. Falls es auch wirklich vermasselt. Telos, ihr meint die Planetensanierung? Ja, im Moment ist das Ganze ein reines Spekulationsobjekt. Aber wenn die Sanierung funktioniert, wird die Republik solche Projekte auch auf anderen zerstörten Welten planen. Ach wirklich? Ja, das wäre zu hoffen. Wenn wir den Prozess einschalten können, stehen der Tscherka Corporation in Zukunft große Gewinne ins Haus. Ach so, wie profitiert die Tscherka vom Sanierungsprojekt? Im Rahmen des Vertrages für einen Planeten wie Telos ist die Tscherka Corporation befugt, die natürlichen Ressourcen des Planeten auszubeuten, um das Projekt zu finanzieren. Ach so. Hinzu kommt, dass sich mit dem Senat leicht verhandeln lässt. Ach wirklich? Er wird ungeniert mit Credits um sich. Die angespannte Finanzlage der Republik scheint niemanden zu interessieren. Und ja, wenn das so ist. Kann die Tscherka Corporation auf neuen Planeten neue Märkte für ihre Produkte erschließen. Ach so. Alles in allem sind wir sehr zufrieden. Erzählt mir von Lorso. Jana Lorso. Diese Frau ist... Ach, vergesst es. Sie ist meine Vorgesetzte, das ist alles. Ach so. Früher oder später macht sie einen Fehler. Dann schlage ich zu. Was für ein Fehler? Finger in zu vielen schmutzigen... Hey, ich habe wohl zu viel getrunken. Ich sollte nicht mit euch darüber reden. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe eine Lösung für euer Problem. Wie meint ihr das? Ich interessiere mich für einige Dateien. Dateien, die vielleicht in keinem allzu guten Licht erscheinen lassen. Moment. Ihr wollt Zugang zum Mainframe? Zum Tscherka Mainframe? Ihr seid verrückt. Was seid ihr, ein Hacker? Könnte man so sagen, ja. Findet ihr bestimmt eine Menge über Lorso. Aber das ist ein geschlossenes System. Und wie komme ich rein? Scherz, oder? Ihr seid von der CSD, hm? Loyalitätstest. Das ist kein Scherz. Ihr wollt mir helfen. Hey, ehrlich, ich sollte euch helfen. Ja, aber echt. Das war wesentlich einfacher, als ich dachte. Sagst du das jetzt jedes Mal, wenn ich Leute überrede, oder was? Lorso hat nur B4D4 Zugang zum Mainframe. Er ist ein Protokolldruide und ihr Verwaltungsassistent. Ja, dann... Wenn ihr B4D4 kontrolliert, kommt ihr in das System. Und wie komme ich an B4D4 ran? Die Tscherka-Techniker sind auf dem Planeten in den Sanierungszonen, die wir von den Itorianern übernommen haben. Ach so! Wir haben einen Techniker für die Protokoll- und Wartungsdroiden an. Habt ihr das? Er heißt Chano und wohnt in einem Apartment im Wohnmodul 082 Einheit 2B. Ach so! Wenn ihr seinen Ausweis hättet, würde B4D4 euch folgen. Okay, ich gehe dann jetzt. Dann müssen wir mit dem Typ im Wohnmodul 082-2B reden. Dann machen wir das doch mal. Was haben wir denn da noch? Ein Informationsterminal. Ja, überschreib ruhig. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn man die schon hat. Wo können wir denn eigentlich noch hin? Achso, das ist nur, da wechseln wir nur dazwischen. Shuttle zum... Achso, hier kann man zu einem anderen Modul wechseln. Praktisch. A. C, dann ist B wohl das in der Mitte. Dann wollen wir doch mal da hingehen.
B3, da ist B2, der Shano, mit dem wollen wir sprechen. Ist dein Droide verkauft? Falls nicht, gehe bitte wieder, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich will euren Techniker, also mein Ausweis, wofür? Ich muss mit den Verwaltungsdienst der Cherkaschine bauen. B4D4, warum? Weil er mir einige Daten aus dem Hauptcomputer des Unternehmens besorgen muss, die den Behörden auf Telos der Machtschaft der Cherkaschine beweisen. Machtschaft der Cherkaschine, verstehe, das ist ein guter Grund. Das kann ich nicht tun. Nicht? Warum nicht? Weil ich meinen Vertrag mit der Cherkaschine nicht gefährden möchte. Ein Verlag? Wieso das denn? Ich brauche die Credits. Credits? Wofür? Für ein Darlehen. Ein Darlehen von wem? Das geht euch nichts an. Ja, ich habe eure Fragen auch beantwortet. Ja, das stimmt. Ich habe ein Darlehen von der Exchange, um meine Spielschulden zu bezahlen. Ich arbeite auf der Version, um es zurückzuzahlen. Der Vertrag mit der Schlecker ist alles, was ich habe. Wenn ich das verliere, dann kann ich das Darlehen nicht zurückzahlen und die Exchange legt mich um. Oh, das wird, glaube ich, kein Problem mehr sein. Da habe ich mich ja schon drum gekümmert. Ich kann dir meine Ausrede also nicht geben. Sask und Juxa sind tot. Die Exchange steht Kopf. Ihr werdet, die werden euch vergessen. Schön wär's. Ich schulde es Godo, dem Chef der Exchange, und Nasha da. Der holt sich sein Geld, egal wie. Sag einfach, jemand hätte den Ausweis gestohlen. Aber ich kann auch nicht lügen. Versuche es, es ist ganz leicht. Ich habe keinen Ausweis, den ich dir geben könnte. Das stimmt nicht, ihr lügt. Siehst du, ich kann einfach nicht lügen. Ich könnte euch einen Aufschub gewähren. Das würdest du tun, ich würde es später zurückzahlen. Es geht immerhin um 2500 Credits. Ich komme wieder, sobald ich das Geld habe. Oh, jetzt muss ich ja auch noch Geld besorgen. Nee, da. Wenn ihr mich, muss ich euch töten wohl. Was? Du würdest mich dafür töten? Warum nicht? Es sind schon Männer für weniger gestorben. Her damit. Du bist schrecklich. Hier, nimm ihn. Geh jetzt. Lass mich nicht sterben. Ich gehe dann jetzt. Ja, da musste ich halt mal böse sein, aber da konnte ich, da kann ich jetzt wenig machen. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem Charakter? Ich bin ja noch mehr oder weniger hell. Es geht um den guten Zweck. Und das Geld habe ich nicht. Irgendwo muss man dann auch mal schauen, wo man hinkommt. So, B4D4, du kommst jetzt mal mit. Ich bin B4D4, Verwaltungsassistent der Chaka Corporation auf der Citadel Station. Wie kann ich Ihnen helfen? Du musst mich begleiten. Ich kann Sie leider nicht begleiten. Ich darf die Büroräume nur zur Wartung durch einen autorisierten Techniker der Chaka Corporation verlassen. Hier ist mein Ausweis. Ich bin Droidentechniker. Ich komme mit. Ja, siehst du? Gehen wir. Was ist der Protokoll? Eine sehr gute Taktik. Ich lasse ihn von einem Techniker umprogrammieren, damit er in die Büros auf den Computer zugreift. Ja, das machst du. Alles scheint in bester Ordnung zu sein. Gut. Weißt du, was du zu tun hast? Bitte wiederhole die Missionsdaten. Muss er alle Dateien, die Machenschaften des Unternehmens belegen, herunter und hierher bringen. Eine Programmierung verbietet dir, denkende Wesen zu schaden. Allerdings bist du auf der Mission in der Lage zu lügen. Ach, bin ich jetzt der Droide oder was? Interessant. Ich verstehe. Nicht? Was verstehst du denn nicht?
Ich habe nur versucht zu lügen. Ah, verstehe. Ein Droide, der darauf programmiert ist, zu lügen? Als ob die nicht schon schlimm genug wären. Gut. Du kannst deinen Speicher löschen, falls du geschnappt wirst. Du darfst auf keinen Fall verraten, dass wir dich schicken. Ich komme wieder, wenn ich die Daten habe. Ja, dann speichere ich doch gerade mal. Und dann wollen wir doch mal losgehen und die Mission erfüllen. Ich laufe hier entlang. So, wo haben wir denn? Ich glaube, da hinten war das. Wo die Cherka Corporation gammelt. Genau, da ist sie doch. Dann will ich doch mal dorthin gehen. So, jetzt muss man natürlich wissen, wo man hin soll. Ich habe gehört, dass Askull Söldner nach Dantooine geschickt hat. Keine Ahnung, was er auf einem Planeten voller Siedler mit Söldnern will. Das weiß ich auch nicht. Ich habe gehört, dass Askull Söldner nach Dantooine geschickt hat. Ja, das hast du mir bereits erzählt. Keine Ahnung, was er auf einem Planeten voller Siedler mit Söldnern will. So. Stärker Sicherheit. Hallo B4D4. Wenn du hier bist, wer ist dann am Empfang? Hallo B4D4. Da. Wenn du hier bist, wer ist dann am Empfang? Hallo B4D4. Hallo. Was gibt es denn? Ich brauche Zugriff auf einige Teile im Hauptcomputer von Wasser. Warum das denn? Es gibt Diskrepanzen bei den gemeldeten einer letzten Periode. Ich glaube, dass sie mehr eingenommen haben. Wirklich? Das würde den Sektorenleiter sicher interessieren. Nur zu, B4D4. Der Zugang ist frei. Danke, Frau Loso. Vielen Dank. Dann, Direktorin Loso bat mich, einige Teile aus dem Hauptcomputer zu überprüfen. Was meinst du mit verdächtig? Ich habe Zugriffsrechte für den Hauptcomputer. Bibub, klack, klack. Nicht so schnell, T1, N1. Du musst Direktorin Loro nicht anrufen. Du bist darauf programmiert, Direktorin Loro zu dienen, richtig? Bibub. Und meine Programmierung verhinderst, du der organischen Lebensschaden hast oder zulässt, dass sie von anderen geschadet wird. Bibub. Analysiere die Dateien im Hauptcomputer. Dann siehst du, dass organisches Leben schadet, wenn Direktoren Laws unterstützt. Boop, beep, boop, beep. Ja, du wurdest programmiert, damit du etwas tust, das deine ursprüngliche Programmierung verhindern will. Beep, boop, beep, klack. Darum löscht Oppo Shadow Resig deinen Speicher. Er will verhindern, dass du das erkennst und Amok läufst. Boop, beep, beep, boop. Deine Verhaltensregulatoren sind längst hinüber. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Du kannst tun und lassen, was du willst. Wiep, wup, wup, klack, piep. Nein, es hindert dich nicht daran, ins Hauptbüro zu gehen und mit deinem Laser wahllos auf alle Anwesenden zu feuern. Alter, was? Ja, ich müsste sie vorher warnen. Du solltest es also erst machen, wenn ich beschäftigt bin und sie nicht warnen kann. Wup. Zum Beispiel, während ich die Daten des Hauptcomputers herunterlade. Boop, beep, beep. Leb wohl, T1, N1. Ich verlasse mich auf dich. Schieß erst um dich, wenn ich beschäftigt bin. Im anschließenden Chaos kann ich dann mit den gestohlenen Daten verschwinden. Ja, da haben wir jetzt hier einfach mal einen Amok-Droiden geschaffen. T1, N1, was machst du hier draußen? Du darfst den Zentralcomputer doch nicht verlassen. Da braucht wohl jemand eine Speicherlöschung. Ja! Was zum... Ja, gut.
Dann kopiere ich mal die nötigen Daten. Lösche alle Daten, die sich auf deinen Kauf und die Verwendung zur Checker beziehen. Ja. Dann haben wir jetzt unsere Existenz auch gleich aus dem Computer gelöscht. Sag mal, Jana. D4, D4? Bring mir die Wartungsberichte dieser T1-Einheit. Ich will wissen, wann sein Speicher zuletzt gelöscht wurde und wie er mit illegalen Waffen bestückt werden konnte. Sofort, Frau Lorso. Ich hatte schon beliebtere Vorgesetzte als Lorso. Aber wisst ihr was? Sie leistet hier hervorragende Arbeit. Ja, wenn du das sagst. So, ich muss mal eben speichern. Und gehe dann zurück zu den Itorianern, wo ich dann das Datenpad abgeben werde, was ich hier mal eben gemacht habe. Da. So. Dann will ich doch mal in den Itorianer-Komplex gehen und hier ein wenig Sachen abliefern, damit wir diese Mission auch zum Abschluss bringen. Wo ist eigentlich die restliche Crew hin? Hier ist nur Etten, komischerweise. Ah, B4, D4. Hast du die Dateien bekommen? Ja, ich habe sie auf dieses Datum mitgegangen. Gut, du kannst jetzt gehen. Was? Du lässt ihn einfach frei? Ob das eine gute Idee ist? Wieso denn nicht? Weil er lügen kann. Niemand erwartet, dass ein Droide lügt. Was der alles anrichten könnte. Wie viel hat mit seinen Fähigkeiten geholfen? Er wird keinen Ärger machen. Ich werde ihn gewiss keinen Ärger machen. Na gut, leb wohl, B4, D4. So, dann hätten wir es auch geklärt. Was ist denn die Mission jetzt? Du bist mit B4 zum Idee. Hier werden Schobo-Habats, Technecker, den Droiden um... Ja gut, das wissen wir ja bereits. Hier, Schobo. Ah, da seid ihr wieder. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich eigentlich war die ganze Zeit. Ich danke euch. Mit diesen Dateien kann die Regierung von Telos und der Citizen Station verbannen. Und wir können unsere Arbeit fortsetzen. Moser, bring das bitte sofort zur TSF-Station. Wie ihr wünscht, Schobo. Ich komme danach wieder. Das Sanierungsprojekt ist auch immer gefährlich. Die Citizen Station braucht dringend Treibstoff. Na, wenigstens gescheitert mit Erledigung. Die Beweise gehen, sie sind eindeutig. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Und nun werden wir euch helfen. Ich höre, dass das Schiff, mit ihm gekommen seid, vermisst wird und auf Helios versteckt sein soll. Ich weiß, wer es finden kann und wie ihr zu ihm kommt. Ach, wirklich? Auf der Citizen Station, die Schutzsysteme zum Schutz des Jungs wird entwickelt, arbeitet sie eng mit der ehemaligen Ingenieur der Zampak zusammen, Bao Dua. Ach Mensch. Bao Dua entwarf die Komponenten des Schildsystems und überwachte deren Installation auf der Oberfläche des Planeten. Niemand kennt Talos und das Schildsystem besser als er. Wenn jemand euer Schiff auf der Oberfläche von Telos findet, dann er. Er ist ein Freund und vertrauenswürdig. Wo finde ich Bao Dua? Bao Dua muss auf der Oberfläche von Telos aufhalten, in einer Sanierungszone von Chakra RZ0031. Wird er bereit sein, mir zu helfen? Er hat an unserer Seite gegen Chakra gekämpft. Wenn ihr ihm sagt, dass ich euch schicke, wird er euch gewiss helfen. Wie komme ich zu ihm? Ich gestatte euch eines unserer Orbitalschalter zu nutzen. Es ist kein Hyperraumantrieb, aber ihr kommt damit auf die Welle und zurück zur Citizen Station. Ihr solltet aber wissen, dass es verboten ist, ohne Erlaubnis auf dem Planeten zu sein. Außerdem kontrollieren wir diese Zonen nicht mehr. Seid also so diskret wie möglich. Das nächste Shuttle steht in Bucht 2 im Dockmodul 126. Ich lasse euch vorbereiten.
Bevor ich gehe, ihr sagt, ihr würdet versuchen, mich zu heilen. In der Tat. Und ich habe es nicht vergessen, was euch versprochen habe. Doch ihr habt mir die Augen für ein Wunder, die noch schwerer ist als die des Planeten. Und doch fürchte ich, dass ich die Verlorenen zurückgelangen und bald ganz genesen werde. Ich denke, dass ich eure Genesung zumindest teilweise steuern kann, aber ich muss zugeben, dass ich selber Die Sanierung eines toten Planeten ist eine. So schnell kann doch keiner lesen. Die Heilung eines Jedi, der von der Macht getrennt wurde, eine ganz andere. Bei allem Respekt, ich denke, ihr irrt euch. Die Sanierung eines Planeten ist eine Frage der Verbindung und die Pflanze der Tiere, damit die wachsen und gedeihen. Wer liest denn so schnell? Aber durch die Sanierung ging, spüre ich euch. Vielleicht kann ich für euch helfen. Ich will auf dem nicht mehr als ihr denkt. Wir alle halfen das Leben und ob schon die Sanierung des Planeten öffnet die Wahrheit Telos die Macht. Daher denke ich, dass ich euch helfen und euch durch eure Arbeit mit mir diesen Planeten. Verlockende Worte, Chodo Habat. Aber ja. Vielleicht wollt ihr ja nur eure eigene Macht auf andere Wesen ausweiten. Wie dem auch sei, wenn ihr mir die Macht zurückgeben könnt, will ich es versuchen. So, mal sehen, was ich tun kann. So, es ist nicht viel, aber ich glaube, ich könnte euch helfen. Danke noch einmal, Fabian. Geht hin in Frieden. Die maximale Gesundheit wurde um 5 Punkte erhöht. Das klingt doch schon mal gut.